Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das beim Überlebensmode natürlich eine immense Rolle spielt, nämlich den Loot. Am Anfang seid ihr ja recht spärlich ausgerüstet und in den einzelnen Safehouses verstecken könnt ihr euch immer nur einen Stoff und eine Schmerztablette reinpfeifen. Das reicht natürlich nicht für die komplette Mission und deswegen, wo finden wir denn guten Loot? Wenn irgendwo eine Bombe piept, dann ist meistens was Interessantes in der Nähe, wie zum Beispiel hier dieser Hauseingang. Hauseingänge ganz wichtig, immer darauf achten, ob irgendwo ein Lichtschein auf die Straße fällt, dann ist vielleicht was zu holen. Hier oben sehen wir schon, die Tür ist noch zu, das ist sehr gut, das heißt, hier war noch keiner. Und Bingo, die Kleiderschränke. Super, wir finden hier meistens ziemlich gute Klamotten. Das erspart uns natürlich das Anfertigen in den entsprechenden Safehouses an der Anfertigungsstation, was wiederum bedeutet, dass wir ein bisschen Stoff für was anderes verwenden können. So, Kühlschrank auch noch mal reingucken, gibt es meistens was zum Trinken. Ja, hier seht ihr schon am Bildschirmrand das Helikopterabsturzsymbol. Ich lasse die meistens links liegen, denn die sind meistens eh schon gelootet. Die meisten Leute rennen nämlich gleich vom Rand der Map Richtung Zentrum und über die Hubschrauberabsturzstellen. Aber wie ihr hier seht, kann man auch zwischendurch mal recht guten Loot finden in so einer Munitions- oder Waffenkiste in der Nähe von Polizeifahrzeugen, immer ein bisschen die Augen aufhalten. Dann hier so Hinterhöfe, Garageneinfahrten, Gassen hinter den Häusern sind immer einen zweiten Blick wert. Und auch LKWs, die so ziemlich nah an der Wand stehen, da lohnt sich es auch manchmal, da oben drauf zu steigen und zu gucken, wo es denn von da oben aus noch weiter hingehen könnte. Denn jetzt kommen wir zu einem Punkt, den die meisten Spieler wirklich übersehen: die Dächer. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Leiter und Bingo, da haben wir schon eine Munitionskiste. Und was haben wir? Eine M4 leicht in Lila. Dann noch eine Feuerstation, an der wir uns aufwärmen können, also eine Feuertonne und auch noch Wasser. Ja, ist denn schon Weihnachten? Also, wenn irgendwo eine Leiter ist oder so ein Abseilrope, ein Seil runterhängt, nehmt euch die Zeit und schaut nach, ob es da oben nicht was gibt. Na, hier zum Beispiel die Leiter hoch. Okay, auf der ersten Ebene ist nichts. Schauen wir weiter. Und da haben wir schon eine Ausrüstungskiste. Ja, Kommandoschoner, 451 Rüstung, nehmen wir auch mit. Und nochmal eine Waffenkiste. Ja, Bingo, RPK 74E Schwarzmarktversion. Ich meine, das sind gute Waffen. Und die meisten latschen einfach nur dran vorbei. Und noch ein Erste-Hilfe-Set, besser kann es kaum laufen. Also, ich fasse nochmal zusammen, wenn irgendwo eine Tür auf ist, wie hier zum Beispiel. Die meisten rennen dran vorbei, ich hätte es auch fast nicht gesehen. Und hier unten, naja, gut, Nahrungskonserven. Aber der Umstand, dass hier unten die Kisten noch unversehrt sind, heißt natürlich, dass da noch keiner drin war. Und es geht ja auch weiter. Also, wir kommen jetzt ins Treppenhaus, da können wir dann auch hochgehen. Hier unten haben wir noch eine Kiste. Sammeln wir den kleinen Gruß, den können wir dann später schön irgendwas anfertigen. Und die Treppe hoch. Und was haben wir da? Wieder eine Waffenkiste. Ah, M4 Leichtversion. Ist natürlich alles besser als das Gelumpe, was ihr am Anfang mit euch rumschleppt. Also, offene Türen, Leitern, Seile, Augen auf. Im Schlussverkauf. Ja, verdeckter Schoner, 357 Rüstung. Und was ihr nicht braucht, vergesst es auch nicht immer zu zerlegen. Dann, wenn ihr ein bisschen besser ausgerüstet seid und kommt an einem U-Bahn-Eingang vorbei, geht da unbedingt runter. Denn auch dort findet ihr Loot. Hat auch den Vorteil, dass es dort unten warm ist, also ihr werdet nicht auskühlen. Der Nachteil ist, dass da unten meistens immer Gegner sind. Aber das ist auch wieder ein Vorteil, denn dann könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Boss schon droppen, der was Spezielles fallen lässt. Ja, und hier sieht man im Hinterhof von der U-Bahn eine Schützenweste mit 615 in Lila. Und hier noch lauter Kleinkruscht. Ja. Ich hoffe, dass ihr demnächst ein bisschen mehr über die Dächer rennt und euren Loot findet. Alarm! Infektionsausbreitung gestoppt!